Heidi ho und ein herzliches Willkommen, meine Süßen, zu einem neuen Let's Play Part von, von Harry Potter, genau. Von The Legend of Zelda und die Kammer des Schreckens. Mein Name ist Lena oder auch Lenschen93 und wir haben unseren süßen kleinen Krog wieder, ja. Na, haben wir, ne? Ja. Und, ja. Herz allerliebst Weg kriege ich den da jetzt Leben drüber? Das frage ich mich gerade. Gerade ernsthaft. Kann der denn auch... Warum haben die sich wieder respawned? Das finde ich voll scheiße. Ja. Ich lasse ihn mal rüberfliegen. Ich hoffe, dass er nicht stirbt. Quatsch. Och Mann. Wir haben den Greifhaken bekommen. Nach einer strapazenreichen, total abgenervten Reise durch das Dungeon. Dungeon. Bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Bleib ja da. Hi. Komm ich mal Blatt? Fragezeichen. Die Teile stören mich. Komm her. Lass meinen Krog in Ruhe. Putsch ins Auge. Ich schaffe das wahrscheinlich nicht mit meinem Blatt. Aber ich kann es ja mal versuchen, ne? Nein, wieso nicht? Geil. Oh oh. Ja. Das nenne ich Fail. Ach. Hoffentlich hört er das noch. Makoros hat bestimmt gute Ohren und hört sowas. Yay! Komm mal, Runa, zu mir. Oh, wie sanft der da landet. Ich glaube dir nicht. Du siehst da mal welche. Gott, dauert das lang. Dafür bist du ja schließlich da, mein Süßer, ne? Aus. Glaube jetzt mal nicht, ne? Hä? Guck mir das jetzt mal an. Geht das immer nur nach einer bestimmten Zeit an? Du wartest mal hier. Mama fliegt gleich mal hoch. Aber zuerst brauche ich ein paar Lebenspunkte. Weißt du, was ich meine? Na gut. Ja. So geht's nicht. So. Wäre auch zu einfach. Wo bin ich denn hier gelandet? Schatztruhe. Du Homo-Fürst!
du denn? Ich hab gesagt, Arschloch, melde dich. Komm mal her. Bam! Hallo, wie hoch geht's denn hier? Propeller? Bin ich hier überhaupt? Okay. Ich will mein Fernrohr mal. Schatzkiste, oder? Ein bisschen hoch, ne? Nein! Oh, das tat ein bisschen weh, ne? Ist nicht schlimm. Das tut auch nicht mehr weh, wenn man noch einen Pflaster ruft und dann geht das. Dann geht das doch. Ich muss noch ein bisschen klarkommen hier. Das kann auch sein, dass ich deswegen ein bisschen stiller bin. Weil ich versuche hier alles nicht zu... Boom. Bomben. Zack, zack. Oh Gott, ey. Hey, Überraschung. Gelber Schleim. So. Komm ich da mal hin? War ich da schon mal? Ich werde da mal hingehen. Und kriege ich die denn da runter? Ich gehe erstmal hier gucken. Gott, nein. Nein! Oh shit. Oh. Oh fuck. Gezüchtigt. Schieß doch. Ach, Junge. Gott, mein Junge. Was? Toll. Gott, das. Hallo, mehr gehen auch nicht, ne? Nö. Ist auch gar nicht viel oder so. Ja, überrennt mich mal. Habe ich kein Problem mit.
Das ist eh, wenn da jetzt ein Glücksamulett drin ist, dann raste ich aus. Haben die mir zugesetzt, heilige Mutter Gottes. Juhu, Rubinparty, nun. So. Was ist denn hier Schönes? Ah, ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Ist das nicht schön? Yeah. So. Karte. Ist das so viel? Boah. Tempel sind irgendwie anstrengend. So, und wie mache ich das jetzt da? Ich würde irgendwie schon gerne hin. Muss ich eine Bombe hinlegen? Bomben wir uns mal selbst in die Luft. Haha. Ich mag das Level nicht. Absolut nicht. Ich brauche meine hier Dingens. Ich kann nicht so gut gucken. Brauche ich doch hier das. Ich doch einen Schalter für. Ich lass mal meinen kleinen Markus hier erkunden. Ja, der Zephyr-Tempel ist schon lustig, ne? Was bist du denn? Oh Gott, er fällt. Und wie er fällt. Ui. Natürlich ganz unten. Wo ist noch sonst? Markus und Martin, ich. Süß. Los, Markus, flieg und sieg. Na, oh, oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte lass den Markus in Ruhe. Ah, wo bin ich hier gerade? Oh Gott. Markus! Markus, nein. Das darf nicht sein. Wo ist er? Hm.
Makoros, wo bist du? Was ist denn das gewesen? Makoros, ich rette dich. Hast du den einen da fertig gemacht? Warte mal. Hä? Bitte? Ich will ja nichts sagen, aber hier waren gerade zwei Viecher und Makoros steht hier nur noch. Sag bloß, der hat den einen da. Okay. Okay, Makoros. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dir. Oh Gott. Komm mal her. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Wir müssen hier durch. So. Glaube ich jedenfalls, dass wir hier durch müssen. Ach ja, ich lasse dich mal am besten hier. Weil. Ja. Ich habe dich gesehen, Missgeburt. Du klaust mir nicht so einfach wieder mein Makoros. Das Spielchen habe ich echt keine Lust. Den mache ich auch noch platt. Nein! Boah, jetzt ist der mich fast gepackt. Ah, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Fail hoch 18. Ja. Mama macht die mal kaputt für dich, ne? Ja, brauche ich ja gar nicht. Ach ja, Makoros. Das ist hier schon was. Hält sie ja nicht aus. So. Jetzt spielen wir doch mal eine Runde, wa? So. Ja, hab ich mir doch aufgeschrieben. So. Hymne des C4-Gottes gespielt. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Mein süßer kleiner Makoros. Yeah, 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 yeah. Hast du gut gemacht. Ich möchte speichern. Ich habe so ein Verlangen zum Los geht's. Einfach mal reingehen. Oh. God damn it. Ich habe mal Kohle. Ey, gleich zwei ist unfair. Ich sehe nichts. Ah. Autsch. Oh mein Gott, was ist das?
die ballern sich selber weg. Und mich mit recht. Mit weg. Autsch. Aua. Aua. Zack. Bist du nackig? Nackig bist du? Nackig. Makurus hat einfach mal zugeguckt und ein bisschen geklatscht und mich ein bisschen angefeuert und schon geht's mir super. Ich wurde zwar nur gerade gekillt, aber was soll's. Boah. Ist echt unschön. Makurus kam bei mich bei. Komischerweise konnte man Makurus hier mitnehmen. Normalerweise kann man die doch nicht mitnehmen, wenn man kämpft, oder? Kannst du zugucken, was ich bekomme? Stimmt, den großen Schlüssel. Ja, du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Ich will aber nicht. Naja, ja. Na, bla bla bla. Aber kann ich denn schon was betreten? Ich weiß es nicht. Okay. Wo war ich denn da? Da will ich auch nochmal hin. Da muss ich dann wahrscheinlich hin. Unten. Okay. Ich weiß nicht. Einfach mal schauen. Oh. Schon so ein bisschen nervig. So. Ja. Was soll man machen, ne? So, da wären wir dann mal wieder. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Gegenüber, Marco. Kann ich mit dir denn auch fliegen? Ich will es gar nicht ausprobieren. Du fliegst am besten allein rüber. Ich möchte dir das nicht antun. Ich glaube nicht, dass du mich tragen kannst. Link ist zwar ein kleines schnuckliges Blondchen, aber doch ein bisschen schwerer für dich, glaube ich. Er ist so unbeeindruckt von dem Wind. Ja, nee, ist klar. Ja, ruh dich da mal aus. Genau. Warte da. Mama kommt. Jetzt so ein bisschen Wind wäre gar nicht mehr so. Ja, danke, reicht schon. Ah, ja, reicht schon. So. Jetzt wollen wir da nochmal gucken, was es denn so gibt. Schönes. Ah, der Magier. Schön. Werter Freund Link, ich glaube, dein Enterhaken könnte sich an den Bäumen, die ich gepflanzt habe, festhaken. Probier es doch mal aus. Aber erst, wenn ich den Homo-Fürsten hier platt gemacht habe. Ne? Ja. Hier kommt so gar nicht so shoppen gerade. Boah, wehe. Wo ist er denn? Wo ist er? Mir. Boah.
Ey, der ist ja immer noch nicht tot. Hallo, was erlaubt er sich? Hallo, ich sehe nichts. Jetzt aber, oder? Kann doch nicht wahr sein. Wie hartnäckig ist der denn, ey? Fick dich doch, ey. Ernsthaft. Ernsthaft! Jetzt aber, mein Gott. War das eine Geburt, ey. Ich will den haben. Ha, hör auf zu fliegen. Tschüss. So. Oh. Coole Sache, Makoros. Ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Ich krieg dieses Level einfach nur übertriebenst auf. Aber so was von. Hauptsache, Makoros ist süß und das ist die Hauptsache. Nein! Flatter hoch! Ja. Kann man nur so genervt sein wie ich heute. Geht mal gar nicht. Komm her. Juhu. Wo sind wir? Oh mein Gott. Wo sind wir? Ist ja gar nichts. Hi. Bringt ja nichts. Muss mal Chorus hier hoch. Ich würde mal sagen, fuck. Ja, mal Chorus. Ja, du musst mal Bäume pflanzen. Bitte überleb das. Wäre dann voll gut und so. Es regnet draußen. Ich kann es kaum glauben, aber es regnet. Und in diesem Dungeon nicht. Pflanz einen Baum. Pflanz einen Baum, schnell. Pflanz einen Baum. Den hole ich mir. Der hat mein Makoros wehgetan. Das ist ein Weg. Fickt euch alle.
Das ist unverzeihlich. Ja. Ja, ja. So. Und hier mache ich auch mal einen Scheißschnitt. Ja, genau, einen Scheißschnitt. Ich danke euch, dass ihr meinen Part geschaut habt und boah, ich bin mich nur am Raufregen und mich voll am Konzentrieren, damit ich dieses Level so schnell wie möglich hinter mich bringen kann. Ich danke euch schon mal, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr noch meinen nächsten Part schauen würdet. Vielleicht geht's ein bisschen schneller voran. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich kann wirklich dazu nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur sprachlos. Einfach nur sprachlos. Was noch? Ja. Dann würde ich mal sagen, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Lähnchen 93.